Weiter geht's mit Metal Gear Solid. Im letzten Part haben wir es geschafft und Meryl gefunden. Dort steht sie. Und mit ihr begeben wir uns jetzt nach Norden. Und das bedeutet, wir müssen durch den Raum des Commanders gehen. Karte Nummer 5, los geht's. Kopf. Ah, das tut weh. Was ist los? Bleiben Sie weg, Snake. Sind Sie okay? Was war denn? Nichts. Okay. Gehen wir. Los, Mr. Foxhound. Der Commander wartet. Die Musik hat wieder angefangen zu spielen und Meryl benimmt sich ganz merkwürdig. Mr. Foxhound. Wir rufen lieber mal den Colonel an. Colonel. Meryl benimmt sich seltsam. Vielleicht ist sie nur etwas erschöpft vom Stress. Snake, hören Sie etwas, das wie Gesang klingt? Ja, das hat schon vor einer Weile angefangen. Was kann das sein? Schnell, Snake. Die unterirdische Basis ist nördlich von hier, oder? Ja, die müsste sich nördlich befinden. Okay, und merkwürdigerweise auch, wenn wir jetzt in den Beobachtungsmodus gehen, schauen wir aus Memels Sicht. Gehen wir erstmal weiter. Hast du die Tür zugemacht, Meryl? Ich kann nicht mehr zurück. Warst du das etwa? Oder du? Snake, na? Sie begehren mich doch, oder? Was zum... Gefalle ich Ihnen? Umarme mich, Snake. Was ist denn nun los? Komm schon. Lass uns Liebe machen. Snake, ich will dich. Wer ist das? Magst du keine Mädchen? Snake, Meryl ist nicht sich selbst. Nicht schießen. Es ist Psycho Mantis. Er steuert Meryl. Dazu benutzt er diese Musik. Nicht schießen. Machen Sie sie bewusstlos. Das machen wir. Und am besten geht das mit... Blendgranaten. Nicht schießen, Meryl. Ah. Zack, das wär's. Nutzlose Frau. Optische Tarnung, hm? Ich hoffe, das ist nicht ihr einziger Trick. Du zweifelst an meiner Macht. Jetzt werde ich dir mal zeigen, warum ich der mächtigste Anwender der Psychokinesis und Telepathie auf der Welt bin. Nein, wir brauchen keine Worte, Snake. Ich bin Psycho Mantis. Richtig, das ist kein Trick. Es ist Macht. Nutzlos, ich sagte es schon. Ich kann deine Gedanken lesen. Lass mich deine Gedanken lesen. Oder nein, vielleicht deine Vergangenheit. Du gehst methodisch vor. So ein Typ, der immer erst die Reifen checkt, bevor er losfährt. Du bist ein gut trainierter Kämpfer, gut geeignet für diese Mission. Du bist mit Fallen äußerst vorsichtig, entweder sehr vorsichtig oder ein Feigling. Du glaubst mir nicht. Ich werde mir mehr Mühe geben.
keine gespeicherten Spiele. Ein völlig leerer Speicher. Du speicherst nicht so oft. Du bist eher ein Draufgänger. Ich lese dich wie ein Buch. Glaubst du mir immer noch nicht? Ich zeige dir meine Macht. Lege den Controller auf den Boden. So flach wie möglich. Gut so. Ich werde den Controller mit meiner Willenskraft bewegen. Was sagst du nun? Spürst du jetzt meine Macht? Die Vorführung ist vorbei. Blackout! Ja, Hideo. Das ist kein Fehler tatsächlich, das hat jetzt Psycho Mantis uns in die Schuhe eingebrockt. Er will quasi damit unsere Gedanken lesen und er ist unsichtbar. Entweder wir beobachten ihn, indem wir den Beobachtungsmodus sehen, man sieht hier, dadurch sehen wir durch seine Augen, oder eben durch das Infrarotsichtgerät können wir seinen Stealth-Anzug auch sehen. Allerdings, da er unsere Gedanken lesen kann, können wir ihn leider nicht treffen. Was machen wir da? Ganz einfach. Wir... Ja. Und jetzt sieht man tatsächlich das Spiel auf der PlayStation 3, also nichts hier PlayStation 1. Aber dafür haben wir eben eine bessere Bildqualität. Wir müssen jetzt den Controller von Steckplatz 1 in Steckplatz 2 stecken, sodass er nicht mehr unsere Gedanken lesen kann. So, so, so. Okay. Nämlich jetzt. Na komm schon. Da sieht man es. Jetzt können wir ihn endlich treffen. Vorher ging das nämlich nicht. So, komm her. Zack, jetzt kannst du. Ja, jetzt siehst du mich. Jetzt kannst du unsere Gedanken nicht mehr lesen. Und, au! Und hier, ja, sollte man eigentlich ein bisschen vorsichtig mehr spielen, nicht so wie ich es gerade mache. Komm her. Zack. Dann benutze die ganzen Gegenstände im Raum, um uns, ouch, eins auszuwischen. Hinter einen Stapel Bücher oder die Bilder da vorne. Oh. Na, jetzt wird es wieder unsere Gedanken zu lesen, aber das nützt nichts. Denn schließlich, wo bist du? Oh, direkt vor uns! Haben wir den Steckplatz 2 ausgewählt. So, da bist du, okay. Erwischt. Das ist tatsächlich eines, glaube ich, der wenigsten Spiele, wo man tatsächlich auf dem Steckplatz 2 spielen kann. Sollte man ihn vorher wechseln, bei Battle Gear Solid zum Beispiel, funktioniert das nicht. Man kann es versuchen, aber es bringt halt nicht. Man kann ihn dann nicht mehr steuern. Und Psycho Mantis hat ja im Vorfeld auch was von einem freien Speicher gesagt. Sollte ich jetzt Spiele auf der Memory Card wie Suikoden oder Castlevania haben, sagt er tatsächlich auch, du spielst also Castlevania oder so weiter. Wieso kann ich deine Gedanken nicht lesen? Konnten wir in diesem Fall leider jetzt nicht mitbekommen, da ich diese Spiele nicht auf der Memory Card habe. Jetzt benutzt er wieder Meryl, also dort ist wieder unsere Blendgranaten, dass sie uns nicht erschießt. Bleiben Sie genau dort stehen, wo er Sie sehen kann, und erschießen Sie sich. Nein, Marrow. Das lassen wir natürlich nicht zu. Zack, okay. Puh, das ging gerade nochmal gut. Vorsicht, Marrow, das... Nein, unmöglich, nein. Bevor sich Marrow den Kopf weggeschossen hätte. So, wir nehmen lieber mal eine Ration und das Nachtsichtgerät. Da bist du. Zack. Sehr schön. Das läuft sehr gut. Was ist jetzt mit Nähe? Wo ist er denn? Da. Komm schon. Zack. Jetzt mal die Ration hier. Und
Ich will mir am liebsten direkt mal die Munition holen, bevor... Autsch, ah, verdammt. Gerade in dem Moment, wo ich hingelaufen bin, holt er sich diese Statue, um mich zu schlagen. Autsch. Nein, nicht die Gasmaskeration. Zack. Komm schon, du bist jetzt gleich Geschichte. Ein Schuss noch. Und... Oh. Ah, verdammt. Erwischt. Colonel, Ihrer Nichte geht es gut. Danke, Snake. Ich stehe in Ihrer Schuld. Nach Mantis Tod wird wohl Merrills Gehirnwäsche abflauen, nicht, Naomi? Ja, aber weshalb machen Sie sich so viel Mühe wegen ihr? Wegen Campbell? Oder weil Sie sie mögen? Ich kann eine Frau nicht einfach sterben lassen. Tatsächlich? Seit wann kümmert Sie der Tod anderer? Naomi, es stimmt. Snake hat viele Leute dem Tod zugeführt. Aber das bedeutet nicht, dass er herzlos ist. Es ist okay, Colonel. Sie hat recht. Du hast den Antikopf genommen. Ich konnte nicht in die Zukunft sehen. Ein starker Mann muss seine Zukunft nicht sehen. Er macht sie selber. Vielleicht, aber ich sehe deine Zukunft. Hänger zu kommen, musst du durch die Geheimtür, die dort hinter dem Bücherregal versteckt ist. Der Landweg ist durch gefrorene Gletscher blockiert. Du musst zum Sendeturm gehen. Von dort folge dem Fußweg am Turm. Warum erzählen Sie mir das? Ich kann Gedanken lesen. In meinem Leben habe ich in die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft von Tausenden gelesen. Ekelhaft. Und jedes Wesen, in das ich schaute, war von einem einzigen Ziel besessen. Das selbstsüchtige und atavistische Verlangen zur Fortpflanzung. Mir wurde davon schlecht. Jedes kleinste Ding auf diesem Planeten existiert bloß zur kopflosen Weitergabe seiner Gene. So sind wir programmiert. Und darum gibt es Krieg. Aber du bist anders. Du bist wie ich. Ohne Vergangenheit und Zukunft. Wir leben nur für den Augenblick. Das ist unsere Bestimmung. Menschen machen sich gegenseitig nicht glücklich. Von dem Moment, wo wir auf die Welt kommen, ist es unser Schicksal, uns gegenseitig nichts als Elend und Leiden zu bringen. Der erste, in dessen Gedanken ich tauchte, war mein Vater. Ich sah in seinem Herzen nichts als Hass und Abscheu für mich. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Und dafür hasste er mich. Ich dachte, er würde mich umbringen. So starb meine Zukunft. Und meine Vergangenheit verlor ich auch. Als ich erwachte, war das ganze Dorf in Flammen. Sie haben ihr Dorf niedergebrannt, um ihre Vergangenheit auszulöschen. Du hast dasselbe traumatische Erlebnis erlitten wie ich. Wir sind uns fürwahr gleich, du und ich. Die Welt ist interessanter, solange sie Leute wie dich aufweist. Ich war nie für die Revolution vom Boss. Seine Weltmachtfantasien interessieren mich nicht.
Ich wollte einfach so viele Menschen wie möglich töten. Sie Monster! Lassen Sie ihn. Er hat nicht mehr viel Zeit. Ich habe das Böse gesehen. Du, Snake. Du bist wie der Boss. Nein, schlimmer noch. Verglichen mit dir bin ich fast harmlos. Ich lese auch ihre Gedanken. Merrills? Dort sah ich dich. Du hast einen schönen Platz in ihrem Herzen. Einen schönen Platz? Ja, einen schönen Platz. Aber ich weiß nicht, ob eure Zukunft eine gemeinsame ist. Eine letzte Bitte. Was ist es? Meine Maske. Setz sie mir auf. Okay. So werde ich mit den Gedanken anderer Leute bombardiert. Bevor ich sterbe, möchte ich alleine sein. Ich will in meiner Welt alleine sein. Ich öffne euch die Tür. Geht da lang, wenn ihr eure Zukunft finden wollt. Das erste Mal, dass ich jemandem mit meinen Kräften helfe. Seltsam. Fühlt sich. Nicht. Schlecht an. Kommen Sie, Merrill. Tut mir leid. Merrill. Wie konnte ich Mantis meine Gedanken so kontrollieren lassen? Wenn Sie an sich zweifeln, lasse ich Sie hier. Sie haben recht. Nie an sich selbst zweifeln, werden Sie davon stärker. Lernen Sie daraus. Sie haben recht. Tut mir leid. Ich tue es nicht wieder. Snake, darf ich Sie was fragen? Was? Was Mantis gesagt hat. Ich habe mich gefragt... Was? Wo liegt jetzt das Problem? Ach nein, es ist nichts. Sagen Sie, Snake, wie ist denn eigentlich Ihr richtiger Name? Ein Name bedeutet nichts im Kampf. Wie alt sind Sie? Alt genug, um den Tod gesehen zu haben. Familie? Nein, ich wurde von vielen Leuten erzogen. Gibt es jemanden, den Sie mögen? Das Leben anderer Leute interessiert mich nicht. Dann sind Sie also allein, wie Mantis sagte. Andere Leute komplizieren das Leben. Ich lasse mich nicht gern ein. Ein trauriger, einsamer Mann. Los, gehen wir. Alles klar, weiter geht's. Ja, richtig, wir müssen den Controller umstecken. das war hier. Genau, zack, zack. So. Und nochmal analog. Alles klar, das können wir uns wieder bewegen. Aber zuerst mal gucken, vielleicht findet sich hier noch... Ja, ein bisschen Munition. Stimmt, das Farmast hätte ich eigentlich auch benutzen können. Naja. Da liegt er nochmal. Psycho Mantis, den wir eben besiegt haben. Was haben wir hier? Oh, Farmers Bullet. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt also weiter. Hier befindet sich, glaube ich, auch noch was. Ja, und noch Ration. Alles klar. Weiter geht's. Gibt es hier Wölfe? Wolfshunde. Halb Wolf, halb Husky. Woher wissen Sie das alles? Ich fahre Hundeschlitten. Ich gehe voraus, Snake. Folgen Sie mir. Geh ruhig voraus, Merrill.
Denn wir, würde ich sagen, machen hier Schluss. Ich mache hier einen Schnitt. Bevor ich allerdings die Folge hier zu Ende mache, werde ich jetzt diverse Codec-Anrufe tätigen, denn der eine oder andere kam jetzt ja nicht mehr zu Wort und ich denke mal, es wäre mal interessant zu hören, was sie zu sagen haben. Schluss mache ich dann letztendlich beim Speichern, aber ich sage jetzt hier schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vorsicht! Wölfe sind nachts im Vorteil. Sie sehen nicht nur besser, sondern können auch gut riechen. Benutzen Sie das Nachtsichtgerät. Die Menschen arbeiten wie Sklaven, um Waffen zu bezahlen, die nie verwendet werden dürfen. Und machen sich selbst zum Ziel. Wahnsinn. Sehen Sie nie plötzlich ins Dunkle. Sehen Sie langsam von einem hellen in einen dunkleren Bereich. Dann passen sich Ihre Augen allmählich an und Sie können besser im Dunkeln sehen. Und versuchen Sie, nicht im Dunkeln zu spielen. Snake, Metal Gear befindet sich in einer unterirdischen Basis nördlich von Ihnen. Schnell! Benutzen Sie im Dunkeln das Nachtsichtgerät. Snake, Ihr Solitonradar. Ich weiß. Er funktioniert in kleinen Räumen wie hier nicht, stimmt's? Stimmt. Tut mir leid. Das muss Ihnen nicht leid tun. Auch Meisterwerke haben ihre Fehler. Mai Ling, wie sind Sie an diesen Job gekommen? Also, ich wollte immer Kampfpilotin werden. Kampfflugzeuge in Filmen faszinierten mich. Sie glauben ja nicht, wie viele das sagen. Aber ich wollte niemanden töten. Dann hörte ich, dass die USAF Leute für die BDA suchte. Die Leute müssen feststellen, wie erfolgreich eine Bombardierung war. Genau. Also forschte ich im Gebiet der Luftfotografie und Luftaufklärung. Das wurde mein Schwerpunktthema. Aber keine Piloten machen nur BDAs. Das stimmt. Aber als ich das erfuhr, war ich schon Expertin auf meinem Gebiet.